Professor Richter, ist die AfD jetzt eine Volkspartei? Naja, ich habe ja den Begriff Volkspartei noch nie gemocht, weil er immer ein selbstgewähltes Etikett der Parteien war. Aber wenn man es mal versucht, so analytisch aus politikwissenschaftlicher Perspektive zu betrachten, würde ich sagen, nein. Aus mindestens zwei Gründen. Das eine ist, es fehlen ihr Stimmenanteile. Volkspartei ist immer an eine große Menge an Wählerzuspruch gebunden. Das war bei der CDU und bei der SPD, als sie in den 30er, 40er, ja fast 50er Prozentwerten lagen. Ja, da haben die von Volksparteianspruch gesprochen. Und das andere ist eben, dass eine Volkspartei eigentlich breit aufgestellt ist. Das heißt eben breite Wählerschichten anzusprechen versucht, eine sehr vage Programmatik hat und damit eben ein breites Spektrum an programmatischen Positionen einzuschließen versucht. Das tut die AfD gerade nicht. Und gerade nicht in den beiden Ländern, in denen jetzt gewählt worden ist. Ist es richtig, Koalitionen mit der AfD auszuschließen? Ja, also ich würde sagen, das liegt ja sogar im Interesse der AfD selbst. Denn wäre sie in der Regierung, würde, glaube ich, vieles schnell entzaubert. Ja, weil eben klar wird, regieren heißt eben dann Kompromisse schließen müssen, klare Politikfelder identifizieren, dort Lösungen erarbeiten, was die AfD ja eher nicht tut, weil sie eben im Moment sich sehr allgemein hält. Und das andere wäre natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die AfD etwa aus Brandenburg, die ja doch dem Flügel, also dem rechtsnationalen Flügel in der Partei sehr nahe steht, wenn die an der Regierung wäre und dann ihre fremdenfeindliche Politik zu einer offiziellen Landespolitik macht, das wäre, glaube ich, ein ganz schlechtes Signal für Deutschland und auch für Europa, vielleicht sogar weltweit. Nun hat man im bisher ja doch recht kurzen Leben dieser Partei etliche Wechsel an der Spitze mitbekommen. Wie stabil, glauben Sie, ist die derzeitige Führung? Gerade heute gibt es ja ein Beispiel aus Bremen, dass dort die AfD innerlich wieder zerstritten ist. Für wie solide halten Sie die? Naja, Sie haben ja praktisch überall dieselben Erfahrungen gemacht. Sobald Sie in Parlamenten sitzen, gibt es erstmal Streit. Das haben wir jetzt auch in Bayern ja ganz massiv erlebt. Also insofern sind die Flügelkämpfe vorprogrammiert. Die stehen noch bevor. Und insbesondere natürlich diese Ost-West-Spaltung innerhalb der AfD. Das heißt also, wie stark kann der Flügel werden, ja, also diese rechtsnationale Position gegenüber den eher moderaten Kräften, die ja interessanterweise im Moment von Verbürgerlichung sprechen. Wir sind eine bürgerliche Partei, was man ja auch, das ist auch so ein allgemeines Etikett, von, was nicht sehr viel aussagt. Also ich glaube, das steht der AfD bevor. Und interessant ist ja, dass ja genau dieser Flügel eigentlich verfassungsrechtlich vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das heißt, unter dem Verdacht steht, nicht komplett verfassungstreu zu sein. Und das ist natürlich für eine Partei geradezu lebensbedrohlich, also einen Flügel zu stärken, der den Verfassungsschutz interessiert.